Wir haben uns heute, und das tatsächlich seit nach langer Zeit, das erste Mal Premiere feiern wir da, was das betrifft, den ersten Herr Tana bei uns in der Show mit dabei. Und zwar war diese Person U19 Europameister, ein sehr, sehr feiner linker Fuß. Und auch wenn er mich bei Jujutsu Kaisen des Grauens gespoilert hat, ja, mir wirklich Joy genommen hat von der Serie die letzten 2 Wochen, ist er herzlich willkommen bei uns in der Show. Welcome, welcome, Jeremy Duziak. Er ist gemutet. Du, aber bei sich. Jetzt. Jetzt. Ja. Hört man mich? Ja, man hört dich super. Super. Danke für die Einladung. Was sagst du? Du kannst erstmal direkt Stellung nehmen dazu, dass du mir wirklich Joy Enjoyment genommen hast. Digga, du hast mir alle Tode gespoilert. Oh, der ist der schon tot. Oder ich habe gedacht, du bist aktuell. Ich wusste ja nicht, dass du nicht aktuell bist. Ja, ist eine taffe Serie, aber da haben wir auch schon direkt eine Gemeinsamkeit da gefunden. Die Animes, du bist da ein begnadeter Anime-Fan. Was ist das für eine Serie? Jujutsu Kaisen? Ja. Boah, erklär du mal am besten. Krass, krasse Shonen-Serie. Also es ist ein Anime. Und dabei geht es eigentlich um Kämpfe und auch um eine Hintergrundstory von dem, wie heißt Boah, Digga, jetzt hast du mich rasiert, Digga. Wie heißt der? der? Wie heißt der? Itadori? Itadori, genau. Genau um seine Hintergrundstory und hauptsächlich geht es dabei darum, dass er so einen bösen Dämon, einen bösen Geist in sich hat. Und darum dreht sich die ganze Story irgendwie. Ja. Ist immer zu geil, finde ich, Animes zu erklären. Da ist ein böser Geist in ihm drin. Ich finde immer so. Dann denke ich so, das Einzige, was ich dann denke, so Demon Slayer oder sowas. Aber ja, das ist das Demon Einzige, Slayer was ich ist schon auch gehört habe. krass. Sonst habe ich keine Ahnung. Ist auch ein geiler Anime. Ist auch ein geiler Anime. Ja. Willst du War irgendjemanden letztens noch im spoilern im Kino. Chat? Nee, nee, ich sag gar nichts. Ja, erstmal dickes GG an dich persönlich, denn war ja jetzt doch schon eine ganze Weile Verletzungsunterbrechung für dich. Ich habe auch ehrlich gesagt sehr gegeiert drauf, dass du deinen Einsatz mal wieder bekommst. Wir haben ja, glaube ich, vor dem Hamburg-Spiel kurz mal gesprochen gehabt. Dazu erstmal Glückwunsch. Wie fühlt es sich für dich an, endlich wieder auf dem Platz zu sein? Ja, also ich glaube, nach 6 Monaten, dass man seiner Arbeit nicht nachgehen kann oder auch seiner Liebe nicht nachgehen kann, ist schon eine harte Zeit für Fußballer immer. Und deshalb bin ich umso glücklicher, dass ich jetzt wieder spielen konnte. Ja, du hattest auch echt eine gefährliche Chance, Alter. Die war, du hattest, ich fand insgesamt all in all, weil ich, ne, von objektiv von außen betrachtet, ich gucke immer aus der Ostkurve natürlich mit größter Härterbrille, so, weißt du, immer alles Scheiße, was die Gegner machen, alles geil, was wir machen, so auf den. Aber ich muss objektiv sagen, ich fand einige Aktionen sehr gut. Natürlich war unlucky auch, muss man auch dazu sagen, war ja wirklich double unlucky bei dem einen Tor. Warst du noch unglücklich dran, der Ball wäre wahrscheinlich vorbeigegangen. Ist halt so im Was kannst Fußball. du die Situation kurz erklären, welche du meinst? Es war der Anschlusstreffer von Ist Kiel. 2:1, glaube Ja, ich, genau, ja. erklär du mal. Am besten zieh du uns durch nochmal. Ja, wie war die Situation? Ich glaube, über links sind die durchgegangen, also über unsere rechte Seite. Dann Flanke, den ich sogar noch rausköpfe. Dann gehe ich vor, will stellen. In dem Moment schießt er und aus Reflex machst du halt dein Bein so hoch. Der geht gegen mein Schienbein und geht dann über Tiaki ins Tor. Ja. Unglückliche Situation. Danke, Benji, dass du uns da nochmal durchgeführt hast. Ja, Sorry, so ich ein wollte jetzt hier keine Scheiße. Flashbacks rausholen, ja? Das war mir nicht bewusst, Alter. Krieg mal hier die Army-Flashbacks. Klassisch, der Herr Tana sitzt neben mir. Was war da in dieser Situation? Was ist da genau passiert? Das ist eine unglückliche Situation. Ey, du weißt, bei dem Spiel war ich nicht so ganz anwesend. Ja, der hatte schon ein paar drinne auf jeden Fall. Ja, aber an sich, GGs, Hertha, die letzten 4 Spiele zumindest ungeschlagen. Natürlich am Ende will man da mit 3 Punkten rausgehen. Es ist so gekommen, wie es ist. Ich brauchte jetzt auch nicht die Frage stellen, war das ein Elfmeter, war das kein Elfmeter? Jeder Herr Tada, ich habe eine Umfrage direkt, so salty wie ich bin, direkt eine Umfrage gemacht, war das ein Elfmeter? Alle Herr Tada, also ich habe ja einige bei uns auch am Start in der Follow-Liste, alle, du siehst so die Haken so bei nein, 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 nein. Ja, war aber auch in meinen Augen war das absolut gar kein Elfmeter. Habe ich auch schon in meinem Podcast gesagt. Also, größter Quatsch überhaupt. Ja, gut, ne? Hinspiel gegen Kiel war auch schwierig. Ich meine, irgendwie, ich würde jetzt sagen, natürlich kein Elfmeter, aber den Punkt nimmt man mit, auch wenn es weh tut. Irgendwo,
für die Kieler Gerechtigkeit, die haben sich auch gefreut, so von daher, es ist passiert, so ist es halt im Fußball, ja, vor allem leider mit Videobeweis, ich meine, das haben wir jetzt auch schon sehr, sehr oft hier bei uns durchgekaut und uns mehrere Meinungen eingeholt, ist natürlich schade auch irgendwo, denkt man sich irgendwo auch, für was gibt sowas, aber am Ende ist der Ball rund und das Spiel geht 90 Minuten, ja? Wow, stark gefinisht, Benji, du hast recht, safe. Apropos dein Podcast, Geld schießt keine Tore, gemeinsam mit Leon, genau. Kollege von dir, ne? Ja, genau. Wie kam das dazu, dem Podcast? Er hat einen Podcast angefangen und er hat dafür Werbung gemacht und dann waren wir irgendwann mal was essen oder so, oder was trinken, ich weiß gar nicht mehr. Und dann habe ich einfach so aus Spaß gesagt, sollen wir nicht auch einen Podcast starten? Und ich habe das aus Spaß gesagt und er hat das total ernst genommen, hat die Produktion angerufen, alles schon geklärt gehabt und dann 2 Tage später kam der zu mir, steht jetzt fest, wir machen einen Podcast. Das ist auch so. Direkt das Boot aufs Boot aufgesprungen, Alter. Geil. Aber macht Spaß, ne? Ist cool mal, sich so ein bisschen jede Woche irgendwie die Scheiße von der Seele zu reden. Ich meine, wir machen Fußball und wir labern eigentlich auch nur Kacke. Ja, es macht mega Bock. Also am Anfang und die ersten Folgen, muss ich sagen, war ein bisschen komisch reinzukommen. Aber es wird immer besser, auch vom Gefühl her. Ja, Freunde, zieht euch auf jeden Fall Geld, schießt keine Tore rein. Da gibt es sehr viele interessante Geschichten, die Jeremy aus seinem Leben erzählt, aus der Vergangenheit, auch aktuelle Themen, auch immer mal auf den Spieltag. Also checkt das auf jeden Fall ab. Mich würde mal interessieren, Yes, sir. Mich würde mal interessieren, du bist ja jetzt im Sommer zu Hertha gekommen. Mich würde mal interessieren, weil du bist ja so versatile einsetzbar, ja. Mhm. Wie waren die Gespräche mit Hertha? Gab es da noch vielleicht ein paar andere Teams, die interessiert waren, die du vielleicht jetzt leaken könntest im Nachhinein? Und wie kam es zu Hertha? Bist du, ja, fangen wir erstmal damit an. Wie kam es zu Hertha? Die Gespräche haben relativ früh im Sommer angefangen, ich glaube im Juni. Ich habe ja 6 Monate kein Fußball gespielt in der Zeit, weil ich ja aus der Türkei dann gekommen bin und da ja das schreckliche Erdbeben war und der Verein, wo ich war, nicht weitergespielt hat. Und in der Zeit, wo ich mich halt fit gehalten habe, hat es halt schon angefangen, dass die ersten Gespräche geführt wurden, dass ich dann erstmal mit meinem Berater geredet wurde und dann im Nachhinein ich angerufen wurde und ich direkt bereit war. Und klar war immer noch die Option, in die Türkei zu gehen, zurück zu dem Verein. Da waren die Gespräche jetzt aber nicht so, dass ich gesagt habe, oh, muss man machen, sondern eher, dass das so zurückhaltend war, auch vom Verein her. Und dass ich da ja noch unter Vertrag war bei Fürth. Wo aber auch klar war und das auch so kommuniziert wurde mit Fürth, dass ich dann definitiv im Sommer auch wechseln werde. Und so hat sich die Möglichkeit ergeben dann, dass es mit Hertha klappen kann. Und nach den ersten Gesprächen bin ich dann auch sofort nach Berlin gefahren. Wir haben uns getroffen, hingesetzt und ich glaube, ich war 2 Wochen in Berlin, bis alles dann fertig war von den Verträgen her und von den Gesprächen her. Und ja, war dann einfach nur überglücklich, als es geklappt hat. Ist 2 Wochen in dem Fall eine lange oder eine kurze Zeit? Das kann ich nicht ganz einschätzen. Schon sehr lang. Normalerweise gehst du hin und dann in den nächsten 1-2 Tagen unterschreibst du. Aber bei Hertha halt nicht. Extrem lang gezogen, ja. Benni Weber, ich kann mir nicht vorstellen, wie Benni so richtig gefeiert hat. Können wir nicht hier noch ein bisschen runter? Können wir nicht da noch ein bisschen? und Paul da, der, hey, machst du das oder gar nicht, weißt du? Machst du oder machst du nicht? So ungefähr war das, ja. welcome in Berlin. So geht das, Alter. Wie war der Plan da? Also du... Ich habe jetzt in deiner Karriere hast du ja wirklich fast auf jeder Position gespielt. Linksverteidiger, Innenverteidiger, Zehner, Außen, egal wo. Wie war das da jetzt der Plan mit Hertha? Man hat dich ja alleine schon im Hertha-Trikot auf jeder Position auch gesehen, auf der 6, auf links und auch auf der 10. Wie wurde das mit dir kommuniziert und wie ist das auch für dich so, dieser da, wo es passt, halt mal reinmäßig so? Oder wie siehst du das Ganze? Von Anfang an wurde eigentlich direkt kommuniziert, dass der Weg als Linksverteidiger geplant ist. Man hat auch darüber geredet, dass man eventuell auch wieder ins Mittelfeld gehen kann. Aber für den Anfang, gerade in der Situation, in der wir am Anfang waren, war ich definitiv für links hinten eingeplant. Und das hat sich dann einfach über die Spiele so entwickelt. Ich glaube, ausschlaggebender Punkt war das Pokalspiel in Jena,
Danach haben wir in Hamburg gespielt, beim HSV. Und in Jena habe ich schon so ziemlich innen gespielt für einen Außenverteidiger. Und dann kam die Idee halt, dass man mich direkt auf die 8 stellt gegen HSV. Ja. Und ich glaube, 2, 3 Spiele habe ich im Mittelfeld gemacht. Danach war ich dann wieder Linksverteidiger und dann habe ich mich ja leider verletzt. Aber Und bist du was jetzt happy an sich geplant mit der ist, Position? ich spiele persönlich am liebsten im Mittelfeld. Okay. Good to know, good to know. Ich finde auch ehrlich gesagt, dass du da am stärksten bist. Ich habe immer wieder gesagt, auf der 6, ja, jetzt warst du halt eine lange Zeit verletzt zu meinen Kollegen. Man redet ja untereinander immer so, wen man wo sieht. Und ich sag, habe da oft reingeworfen, dass ich dich sehr gerne auf der 8, 6 Ja, da du bist habe. wieder der am besten weiß. Nein, Ne? Ja, er hat gegen Fürth, ohne Spaß, Fürth war ein Spiel und das liebe ich bei ihm. Das sage ich dir ganz ehrlich, er guckt hoch. Das feiere ich an Jerry. Er guckt hoch und er guckt. Also ich weiß nicht, ob ich Jerry sagen darf. Ob das sagen darf. Ich sage Jerry. Gib ihn einfach eine Abkürzung. Jerry. Nein, bei ihm mag ich, er macht den Kopf hoch und er guckt und er spielt den Pass. Das mag ich. Du hast einen Diego gespielt, auf Fabi, glaube ich, in dem Spiel. Von rechts nach links. Und da war ich, du brauchst einen Jeremy, weil Jeremy guckt hoch und will den Pass, sucht den Pass, er will jemanden anderen. Hertha's Kevin De Bruyne. Hertha's Kevin De Bruyne, so mehr oder weniger könnte man sagen. Nein, aber ich finde ihn auf der 6 gut, weil er kann Zweikämpfe, er hat. So, das ist meine Meinung, Auf der deswegen 6 Paul, oder 8? so Was hat... 6, 8, alles. So ein bisschen dieser, einfach im Mittelfeld, wo er sich auch. Bewerb dich doch mal bei Hertha, Alter. Als Analyst? Nein! Als was? Als Co-Trainer. Als Co-Trainer, genau. Ey, ganz ehrlich, Vielleicht so. kann Jerry ja ein gutes Wort entlegen. Jerry ist ja gut, jetzt Ich sind mache wir, das wir rollen. definitiv. Wir rollen jetzt mit Jerry, das ist gut, das ist gut. Jeremy Kelvin Dujak. Ja, ey, ist es Duziak oder Duchak? Duziak. Duziak, Duziak. okay. Wo kommt das her? Oder keine Ahnung. Was hat das für eine Bedeutung? Was heißt das? Ja, Was heißt das? hört sich ja schon nach bestimmten Roots so an, finde ich. Ja. Duziak. Es geht ja für Ja, man mich, wenn ich könnte so höre, geht Polnisch so, sagen, ne? aber mein Opa ist in Russland geboren. Also, keine Ahnung. Irgendwas, Ja. irgendwie. Geil. Aber ansonsten jetzt so, ich meine, du bist ja jetzt ein bisschen bei Hertha. Fühlst du dich so wohl? Oder ich meine, Sommer steht dir jetzt bevor. Da ist ja viel oft so mit Vertrag und sowas in die Richtung. Lieg mal was. Das Wetter ist schön in Berlin im Sommer. So toll, wirklich. Kann man nur empfehlen. Kann man definitiv empfehlen. Die Stadt und auch den Verein. Und vor allem die Leute. Also das Wichtigste ist immer die Leute für mich. So, egal wo du bist, du kannst an dem, weiß ich nicht, an dem schönsten Ort der Welt sein. Wenn die Leute nicht passen, dann passt es für dich einfach auch nicht. Was macht So. dieser Daumen Das ist von seinem Apple, das ist von da? seinem Apple, weil er, glaube ich, den Daumen so gemacht hat. Wir hatten das doch letztens, die FaceTime reagiert. Bei dir, du hast gerade so gemacht und dann kam einfach in deinem Bildschirm so ein Daumen, ja. Ja. Supporter. Aber liegen, also es gibt ja nichts zu liegen bei mir aktuell. Deshalb kann ich nichts liegen. Okay. Amen. Ein Hoffentlich. Grinsen aufgesetzt, sehr schön, wir bleiben dran. Hoffentlich. Ich glaube, jeder bei Hertha würde sich freuen, wenn du uns noch ein bisschen erhalten bleibst, ja. Ich meine, du wechselst ja auch gerne mal innerhalb der Stadt. Ich hoffe, das bleibt uns als Herthanern aus, ja. Sage ich jetzt einfach so offen und so direkt, ja. Bin ich ganz ehrlich. Aber du warst ja viel unterwegs in deiner Karriere. Wo würdest du denn sagen, in welche Station hat dich in deiner Fußballerkarriere, in deinem Sein am meisten geprägt? Tschüss. Tiefe Frage. Die 2 Wochen in der Türkei. Oh ja, das war. Für uns Das vielleicht mal, war. also die meisten wissen jetzt nicht ganz genau, was in Hatay abging. Das war ja, du redest von Hatay, ne? Ja, genau. Also doch, eigentlich müsste es jeder wissen. Erdbeben, krass Erdbeben in der Türkei. Erdbeben, ja. Ja? Das war Warum? so für mich als. Weil das meine Sicht auf die Welt und auf das Leben ein Stück weit verändert hat. Und dadurch verändert sich auch das Bewusstsein zum Fußball. So, und du bist dann mal so ganz krass gesagt aus deiner Blase mal richtig rausgerüttelt worden. Und hast mal wieder gemerkt, worum es im Leben eigentlich wirklich geht. Das war so etwas, was mich dann wirklich auch jetzt für mich persönlich, für meine Familie, für alle um mich herum sehr, sehr geprägt hat. Dankeschön fürs Teilen auf jeden Fall und kann man sich auf jeden Fall auch vorstellen, warum ich, das war als
Türke hat man ja da sehr viel aus der Familie mitbekommen, was da abging in der Zeit. Sehr traurig. Auch der Verein Hatay, der wurde ja am Hatayspor wurde ja auch am meisten davon getroffen. Das ist ja mitten in dieser Stadt halt genau passiert. Ja, Mann, taffe Zeiten. Schön, dass du trotzdem in Berlin bist. Schön, dass es dir gut geht. Schön, dass du dankbar auch bist. Ne, ist ja klar. Umso näher man an dieser Sache dann dran ist und merkt, wie abgefuckt schnell auch alles weg sein kann, so umso dankbarer ist man danach. Deswegen, wir freuen uns, dass du hier bist. Ich hätte jetzt nur noch zum Ende, zum Abschluss, du bist schon durch, Bruder. Wir haben es schon geschafft, ja. Also keine kritischen Fragen mehr, ob du zur Union wechselst oder sowas. Ey, gar keine kritische Frage, nur ein kritischer Blick, das ist alles. Sag ich. Aber keine Sorge, das kann ich schon mal ausschließen. Stark, let's go. Also, wenn ihr mehr Inside-News wissen wollt von ihm, checkt auf jeden Fall seinen Podcast ab, Freunde. Safe. Da gibt es immer viel zu hören und vor allem für die Herr Tanner da draußen bestimmt sehr spannend. Ich meine, vielleicht auch für ein paar Hamburger, aber aktuell für Herr Tanner. Ansonsten haben wir jetzt noch von Sabri Splash, Bruder, für dich ein bisschen Fragen vorher. Wir haben uns was überlegt, wir haben uns das letzte Mal so neu gemacht und wir haben uns das eigentlich abgeguckt von gemischtes Hack, so schnelle Fragen. Und wir haben uns jetzt so drei schnelle Fußballfragen letztes Mal gestellt und wir dachten uns, ey, heute machen wir das mal an dich und da hat Splash dir drei Fragen rausgesucht. Bist du bereit? Drei schnelle Fragen Gut. an Jeremy Bin ich Duziak. gespannt. Okay. Alright. Du musst auch schnell antworten, das ist wichtig. So, du darfst Sehr nicht zu schnell, lange jetzt oder? überlegen. Es soll so ein Quick-Ting sein, ja? Also alles, was Da hakt so ein bisschen, also. drauf. Stark, okay. Geilste Stadionstimmung, bei der du auf dem Platz warst. Juventus. Wo warst du da auf dem Ach, Platz? auf dem Platz, sorry. Auf dem Platz. Signal Iduna Park. Okay. Wer ist der lustigste Teammate ever? Scheiße. Kalle Nare. Shoutouts. Der unterbewerteste Anime aller Zeiten. No game, no life. Sehr, Werde ich sehr. mir anschauen. Den Trailer. Den Trailer. Den Hey, Trailer. das waren drei schnelle Fragen an dich, Blair. Dankeschön für dein, ja, dass du hier bei uns am Start warst und uns ein paar Fragen beantwortet hast. Und ja, wir wünschen dir alles Beste. Hoffentlich bleibst du uns, wie er Ich schon danke gesagt euch. hat, lange erhalten. Wir sehen uns dann am Sonntag. Oh, Aussicht auf St. Pauli, altes Team von dir auch, ne? Freust du dich auf das Spiel? Mega. Okay. Mega. Sehr geil, sehr geil. Dann hoffen wir mal, dass wir dich auf dem Platz sehen und dass es erfolgreich für uns wird in dem Sinne. Ja, so können wir auch geil mal mit dem Spieler so richtig zusammen Schaff rausgehen. So. dich mal! Komm jetzt! Lass die rippen, Mann! Ja. Und dann wünsche ich dir ganz viel Erfolg. Wir schreiben bestimmt nochmal und ja, Kuss, dass du am Start Machen. warst. Check, Geld schießt keine Tore ab, Freunde. Ja, ganz wichtig. Ich danke euch. Bis dann. Hat mich sehr gefreut, dich kennenzulernen. Ciao, ciao. 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 Ja, Freunde, das hat doch auf jeden Fall sehr, sehr viel Spaß gemacht. Ich muss jetzt mal kurz einen Blick werfen, Digga, weil er jetzt in Pauli spielt am Wochenende. Mögen ihn die Pauli-Fans oder nicht? War er erst Pauli oder Er war erst erst Pauli Hamburg? und danach zu HSV. Ah, Ja. damn! Und dann Ja. geht er so aufs Feld. Ja, Beim schon. Tor.